Hey ihr, habt ihr euch schon mal folgende Fragen gestellt? Was ist der Unterschied zwischen Geschlecht und Gender? Wofür stehen die Buchstaben in LGBTQIA+? Was gibt es noch alles außer Mann und Frau sowie hetero und homosexuell? Diese Fragen werden im Video für euch beantwortet. Fangen wir an mit dem Geschlechterebenenkreis. Hier können wir das Zusammenspiel zwischen Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung erkennen. Der Kreis ist in 4 Teile aufgeteilt. Geschlechtsidentität. Wie fühlst du dich? Wie definierst du dich? Beziehungsweise wie nimmst du dich selbst wahr? Es kann sein, dass das biologische Geschlecht und die eigene Identität nicht zusammenpassen. Und auch wenn das äußere Erscheinungsbild mit dem Selbstbild übereinstimmt, kann es viele Abstufungen geben, wie du als Mensch deine eigene Identität lebst. Körpergeschlecht. Was ist beim Geschlecht messbar? Wie ist dein Körper ausgestattet? Welche Hormone sind bei dir aktiv? Hier geht es um die inneren und äußeren Geschlechtsorgane sowie Hormone und Chromosomen. Geschlechtsausdruck. Wie drückst du deine Geschlechtsidentität, Geschlechterrolle aus? Dabei geht es beispielsweise um die Art, wie du dich bewegst, dich kleidest oder sprichst. Sexuelle Orientierung. Wer macht dich sexuell an? Bei wem bekommst du Schmetterlinge im Bauch? Es geht darum, von wem du dich körperlich und emotional angezogen fühlst. Die sexuelle Orientierung kann sich im Verlauf des Lebens verändern. Bei dem Begriff Geschlecht geht es um das Geschlecht, das uns aufgrund gewisser körperlicher Merkmale zugeschrieben wird, während Gender das gesellschaftlich konstruierte Geschlecht, also unsere Rollen, Verhaltensweisen usw. bezeichnet. Was gibt es für sexuelle Identitäten und sexuelle Orientierungen? Da jeder Mensch eine eigene sexuelle Identität und sexuelle Orientierung hat, erklären wir euch in diesem Video kurz die am häufigsten verwendeten Begriffe. Mann. Die Medizin definiert einen Mann so: Er hat XY-Chromosomen, Testosteron und spermienproduzierende Hoden in einem Hodensack unterhalb seines Penis und in dessen Eichel die Harnröhre mündet. In der Geschlechterrolle hat man gebündelte gesellschaftliche Erwartungen an ein männliches Verhalten. Anders gesagt, du bist ein richtiger Mann. Frau. Die Medizin definiert eine Frau so: Sie hat XX-Chromosomen, weibliche Hormone und Eizellen produzierende Eierstöcke, eine in eine Gebärmutter mündende Vagina mit ihrer Klitoris und der darunterliegenden Harnröhre. In der Geschlechterrolle hat man gebündelte gesellschaftliche Erwartungen an ein weibliches Verhalten. Anders gesagt, du bist eine richtige Frau. Intergeschlechtlichkeit. Als intergeschlechtliche Menschen werden im medizinischen Diskurs Personen mit anatomisch, chromosomalen und/oder hormonellen Besonderheiten der Geschlechtsdifferenzierung bezeichnet. Als Selbstbezeichnung wählen manche intergeschlechtlichen Menschen auch Begriffe wie Hermaphrodit, Zwitter oder Inter. Es gibt auch nicht den einen intergeschlechtlichen Körper. Ganz im Gegenteil, es gibt eine sehr große Vielfalt. Die Geschlechtsidentität intergeschlechtlicher Menschen kann inter sein, muss aber nicht. Sie können auch eine männliche, weibliche, trans oder andere Identität haben. Transidentität. Als Transidente bezeichnen sich Personen, denen bei der Geburt zwar ein Geschlecht zugewiesen wurde, die sich selbst aber in einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Viele Transidente passen durch Hormongaben und/oder geschlechtsangleichende Operationen ihren Körper an, um ihn mit ihrem psychischen Geschlecht in Übereinstimmung zu bringen. Der Zustand vor dem Transformationsprozess wird häufig durch den Satz beschrieben: Ich bin im falschen Körper geboren. Transmänner und Transfrauen in der Zweigeschlechterordnung leben und lieben heterosexuell, lesbisch, schwul oder bisexuell, können aber genauso aromantisch oder asexuell sein. Daneben gibt es auch Personen, die nicht in das Bild der Zweigeschlechtlichkeit passen, weil sie sich weder männlich noch weiblich definieren oder fühlen oder beides. Non-binär, genderqueer. Nicht-binär, non-binär, non-binary und genderqueer werden oft mit der gleichen Bedeutung verwendet. Ein Geschlecht, das weder ganz oder immer weiblich, noch ganz oder immer männlich empfunden wird. Damit sind sie Überbegriffe für sehr verschiedene individuelle Arten des eigenen Geschlechtserlebens, abseits der dualen Rollenzuschreibung von männlich oder weiblich. Nun kommen wir zu den sexuellen Orientierungen. Heterosexuell. Die sexuelle Orientierung, bei der sich Liebe, Romantik, erotisches und sexuelles Begehren auf Personen eines anderen Geschlechts beziehen. Homosexuell. Die sexuelle Orientierung, bei der sich Liebe, Romantik, erotisches und sexuelles Begehren auf Personen des eigenen Geschlechts beziehen. Bisexuell. Als Bisexualität bezeichnet man die sexuelle Orientierung oder Neigung,
sich sowohl zu Frauen als auch zu Männern emotional oder sexuell hingezogen zu fühlen. Als Kurzform ist das Adjektiv bi gebräuchlich. Pansexuell. Pansexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. Polysexuell. Der Begriff Polysexualität weist über die mit Bisexualität bezeichnete sexuelle Orientierung, sich zu zwei Geschlechtern hingezogen zu fühlen, hinaus und bezieht in die Orientierung auch Transsexualität und Transgender ein. Praktisch bedeutet das, dass sich ein Polysexueller bzw. eine Polysexuelle sowohl zu Männern und Frauen, aber auch zu Transsexuellen, Intersexuellen und Menschen, die sich selbst zu keinem Geschlecht oder keiner Sexualität zuordnen, hingezogen fühlen kann. Der Unterschied zwischen Pansexualität liegt dabei darin, dass man sich nicht zu allen dieser Sexualitäten, sondern nur zu einigen hingezogen fühlt. Asexuell. Asexualität wird als Abwesenheit sexueller Anziehung jedem gegenüber, unabhängig von dessen Geschlecht, und auch als Abwesenheit des Verlangens nach sexueller Interaktion definiert. Asexualität schließt sexuelle Interaktionen nicht grundsätzlich aus. Ob Körperkontakt oder sexuelle Interaktion als angenehm, unangenehm oder neutral empfunden werden, ist für die Frage nach der Asexualität einer Person unerheblich. Ebenso schließt Asexualität romantische Anziehung nicht aus. Was bedeuten nun die Buchstaben bei LGBTQIA+? Hier machen wir noch schnell einen Kurzdurchlauf. L steht für lesbisch, Frauen, die Frauen lieben. G steht für gay oder schwul, Männer, die Männer lieben. B steht für bisexuell, Menschen, die Männer und Frauen lieben. T steht für trans, transident, Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Q steht für queer, Sammelbegriff für Menschen, deren Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsausdruck nicht in die Raster Frau, Mann, heterosexuell passen. I steht für inter, intergeschlechtlich, Menschen, deren angeborene Geschlechtsmerkmale nicht der medizinischen Definition von weiblich oder männlich entsprechen. A steht für asexuell, Menschen, die keine oder wenig sexuelle Anziehung spüren. Das Plus symbolisiert, dass es mehr Geschlechtsidentitäten gibt. Es symbolisiert auch, dass es mehr sexuelle Orientierungen gibt. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, egal welche sexuelle Orientierung, welche Identität, wie ihr euch kleidet oder verhaltet und wie dein Körper ausgestattet ist. Du bist schön und einzigartig und richtig. Und nicht zu vergessen, Mensch, wie alle anderen auch.